Hallo meine Lieben, heute ein Lost Place Abenteuer, ein Lost Place, das viele von euch kennen. Ich spanne euch nicht auf die Folter, denn es befindet sich hier. Das berühmte Flaschenhaus mitten im Wald. Viele Jahre wollte ich immer hierher und wie ihr seht, ich bin angekommen. Aber leider muss ich sagen, waren viele Arschlöcher hier. Hier alles kaputt gehauen. Ich kann mich noch an die frühen Videos erinnern, die ich auf YouTube gesehen habe. Da war das Haus noch bewohnbar, also noch voll eingerichtet. Klar, es war noch Anfangsrandale, aber so kaputt wie jetzt, wie ihr das seht, war es damals noch nicht. Also wir gehen erst einmal um das Haus rum. Ich bin jetzt viel bergauf gegangen und es ist ziemlich anstrengend. Ja. Aber seit Jahren brenne ich schon hierher zu kommen. Aber irgendwie bin ich zu spät gekommen, denn das Haus ist regelrecht kaputt gemacht worden. Oh. Regelrecht zerstört worden. Ach, da ist auch nichts mehr drin. Hier liegen noch Flaschen rum. Vorsichtig sein. Tja, wie ihr seht, ich bin da. Und wie ihr seht, ist alles geplündert worden. Alles kaputt. Ach, denn dieses Anwesen war voll möbliert, als ich die ersten Videos gesehen habe. Und jetzt hier Schränke. Alles weg. Ja. Hier, die ganzen Flaschen, alle kaputtgeschlagen. Muss man nicht verstehen. Warum muss man das hier alles kaputt hauen? Das ist alles so mit viel Mühe gebaut worden. Mit viel Mühe ist das gebaut worden. Und hier wird nur noch zertrümmert. Kein Respekt vor dem Herrn, der das hier konstruiert hat. Echter Hammer, oder? Auf Ideen kommen manche Leute. Ich hoffe, die Treppe hält mich aus. Aber schaut euch das an. Schaut euch das an. Zigtausend Flaschen. Wahnsinn! Und wie schön das leuchtet. Ich glaube, wenn die Sonne scheint, das schaut hier viel geiler aus. Aber leider, wie ihr seht, die Arschloch-Trottel-Dummkopf-Fraktion hat hier volle Arbeit geleistet. Volle Arbeit. Das Blöde ist, ich habe jetzt gerade keine Taschenlampe. Die müsste ich jetzt rausholen. Das ist genau das Lost Place, was ich immer besuchen wollte. So, ich setze euch mal hier ab. Da könnt ihr euch diesen komischen Trafo da betrachten. Die vorher Stechmücken gefressen. Der ist zu groß. Ich nehme eine normale Taschenlampe. Ja. So, meine Lieben, jetzt seht ihr mehr vom Raum, hoffe ich zumindest. Mir ist beim Herlaufen ein Viech in den Rachen. Da schaut her, der Ölofen,
wie diese Idioten den zusammentrümmert haben. Da die Glasbausteine. Aber guckt euch die Wand an. Das ganze Haus nur aus Flaschen. Wahnsinn, oder? Aber auch Wahnsinn, wie viele Psychopathie dahinter steckt, hier alles kaputt zu machen. Ist zwar ein illegaler Schwarzbau, da sind überall Fliesen. Was das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Türzarge aus Metall. Da liegt noch eine Fernbedienung, aber die haben alles gestohlen, ist alles ausgeräumt worden. Die Stereoanlagen, hier diese, das ist die, das was ihr hier seht, braucht man wohl nicht drüber diskutieren. Tut mir leid, dass ich so husten muss, aber ich krieg mir wieder, seit mir dieses Viech da in den Hals reingeflogen ist, seitdem erhole ich mich nicht mehr. Was war das? Schon der Hammer, gell? Ein ganzes Haus. Ganzes Haus nur aus. Ach, irgendwie meine Hose rutscht. Weil ich schwitze auch wie Sau, hä? Dabei soll es angeblich kalt sein. Ach, Mann, hey, das ist eine Unordnung hier. Das ist echt der Hammer. So, ich bin jetzt wieder hoch. Ich mach mal das Licht weg, damit ihr dieses Ambiente so sehen könnt. Schaut euch das an. Wie die Sonne drauf scheint, was das für eine geile Optik ist. Aber naja, es ist nur noch alles zerstört worden. Schade eigentlich. Ich hätte... Da, schau. Schön, dass ihr hier wart. Hätten das die auch hier als... kaputt gehauen haben. Ich kann mich noch erinnern, der Urbexer war hier, einer von den frühen Urbexer. Da war hier das Schlafzimmer. Hier war das Schlafzimmer. Okay, hier ist ein Nistkasten eingebaut worden. Sind da Viecher drin? Nee. Können auch keine Viecher drin sein, wenn hier so viele Arschlöcher rumlaufen. Also, geil, ja, ja. Die Volldecken. Hier war ein komplettes Schlafzimmer drin. Das ist alles weg. Die ganzen Möbel. Ist alles ausgeräumt worden. Hier war das Wohnzimmer. Hier war noch so ein Schrank. Da kann ich mich erinnern. Da hier ist noch die Kassettenhülle. Ist alles entweder gestohlen oder entsorgt oder rumgeschmissen worden. Und hier liegen nur noch die Einzelteile rum. Also hier waren wir noch nicht. Ja, hier ist der Ofen, der umgeschmissen worden ist. Und hier sind diese ganzen Idiotenaufkleber. Ja, ja, da schaut's her. So sieht's aus, wenn ein Lost Place Internet bekannt ist. Ne? Da wird das Klo rausgerissen und rumgehauen. Das Waschbecken zertrümmert und die Dusche zerstört. Das war zu damaliger... Moment! Das sind dieselben Fliesen, was meine Eltern haben. Hey, so ein Zufall, da schaut's her. Dieses Bild sind ungefähr die gleichen Fliesen, was wir in unserem Klo drin haben. Geil, gefällt mir. Gut. Übrigens, ich werde hier gerade von Stechmücken. Aber guckt euch das an. Das sind alles Flaschen. Eine ganze Mauer, nur aus Flaschen, Flaschen und nochmals Flaschen. Aber schade, dass ich nicht hier war, als die Sachen noch alle da waren. Ist alles nur noch kaputt gehauen worden. Hier die Lampen liegen am Boden, der Ofen. Also ich glaube, dass auch vieles gestohlen worden ist. Hier ist Technik. Ja, alles rausgerissen. Ich höre jemanden husten.
Kommt noch wer hierher? Nochmal von außen einfilmen. Naja, wie gesagt, hier die Wand von außen. Also ist faszinierend. Also es ist eigentlich Kunst. Verstehe nicht, wie man Kunst so behandeln kann. Was sagt ihr? Schreibt es in den Kommentare. Wie findet ihr das? Es gilt ja für alle Lost Places hier in Deutschland. Ne? Sobald es berühmt ist, schlägt man alles kaputt. Wahnsinn, oder? Weil ich kann mich noch an die frühen Videos erinnern, das war noch alles eingerichtet, Leute. Da waren da, hier, das komplette Schlafzimmer war drin. Also ich kann mich noch genau erinnern, weil ich müsste mal auf YouTube dieses Video suchen. Ich weiß halt nicht, welcher Urbexer das war. Das muss einer von den frühen sein, von denen man heute nichts mehr sieht und hört. Die halt zufällig hier waren, wo hier noch alles gestanden ist. Aber echt traurig, diese Respektlosigkeit. Wenn man diese Zerstörung hier ansieht und das ganze Müll, alles liegt hier kreuz und quer rum. Kann auch sein, dass noch einiges weggeräumt worden ist. Man hat auch versucht, des Öfteren das Areal zu sperren. Aber naja, ich kann mit Stolz sagen, ich war auch hier. Das war schon immer mein Traum, das Flaschenhaus zu sehen. Aber leider Gottes in einem Zustand, wo ich sagen kann, schade, ich bin zu spät gekommen. Ja, und für alle, die alles zerstören müssen, sollten hier 10 Euro in die Flasche stopfen, oder wenn man das so sieht. Ja, ja. Hier liegen auch noch Flaschen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Marco hier war, aber es waren so viele Urbexer hier. Ich kann gar nicht aufzählen, wer alles da war. Die meisten kenne ich gar nicht. Gucken wir mal, was da draußen noch alles rumliegt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas vom Mobilar. Hier liegt eine Badewanne herum. Also hier hupfe ich jetzt nicht runter, weil ich bin ja kein Känguru. Die haben hier die ganzen Säulen runtergetreten. Seht ihr das? Diese ganzen Säulen. Hier auch Flaschen. Das war hier neben dem Raum. Ich denke mal, dass hier das Badezimmer war. Ja genau, das war zu alles. Das waren diese komischen Glasbaufenster. Wahnsinn. Alles zerklopft. Alles zusammendroschen. Wie wenn Psychopathen aus Haar ausgebrochen wären und hier ihre geisteskranke Energie hier rauslassen haben. So ungefähr stelle ich mir das vor. Übrigens, Dirk Ferrato, falls du dieses Video siehst, du hast ja diese sogenannte Irrenanstalt in Haar ja besucht. Ne? Aber alles leerstehend scheinbar, weil sie sich alle hier auf Lost Places rumtreiben. Übrigens, scheinbar war das Haus noch nicht fertig damals vom Besitzer. Hier stehen diese Baustellenstempen. Scheinbar hat er noch mehr vorgehabt. Der muss selber vom Beruf Maurer gewesen sein, weil das ist wirklich perfekt und richtig millimetergenau ist es hier Schicht für Schicht. Sind hier diese Steine gemauert worden und dann kommen die Flaschen, die natürlich zersprengt worden sind durch Volldeppen. Aber zum Glück sind noch einige Gläser noch heil. Und wir haben auch viel Corona-Verkehr hier, denn hier liegen Masken. Aber ich denke mal, dass jeder, der hier war, sich ein Andenken mitgenommen hat. Denn der ganze Schrott, der hier draußen liegt, wird auch immer weniger. Also ich habe es in den Videos gesehen, da lagen viel Sachen rum.
Also es war eine richtige Müllhalde. Entweder haben die, hat der Förster und die alle, die örtliche Förster hier ein bisschen aufgeräumt, dass nicht mehr so viel Müll rumliegt. Also es war ja eine Schande, wie es da ausgeschaut hat. Jetzt ist halt wieder viel Natur zurück. Aber ich müsste mal die alten Videos nochmal raussuchen, die so 4, 5, 6 Jahre alt sind. Da sieht man das Haus noch in seinem richtig guten Zustand. Schränke, Möbel, Bett. Da war alles noch drin. Alles. Ja, damals hatte ich noch keine Videokamera. Deswegen, wie gesagt, ich habe mit dem Hobby viel zu spät angefangen. Früher war alles besser, sagen immer die ältere Generation. Aber wenn man sich den Zustand dieses Gebäudes so anschaut, ja, könnte man da schon recht geben, ne? Obwohl randaliert wurde früher genauso in den Lost Places, wo es noch kein YouTube gab in den 90ern. Das weiß ich ja noch früher in meiner alten Heimat. Wir hatten auch ein riesengroßes Lost Place. Also richtig ein riesengroßes Gebäude, das heute jetzt wieder öffentlich genutzt wird. Gibt auch ein Video auf meinem Kanal, das nicht mehr Lost Place sozusagen. Stell dir mal vor, ich hätte diese Digitalkamera in den 90ern gehabt, was ich da für geile Lost Place Videos gemacht hätte, was wir früher alles gehabt haben. Häuser, die schon lang abgerissen sind. Und wie ihr seht, hier wurde vergeblich versucht, hier alles dicht zu machen. Und jeder dringt hier ein. Da hinten ist auch noch ein Loch im Zaun. Ja, mei, jetzt ist es halt ein Besuchermagnet. Ich bin Gott sei Dank alleine hier. Schaut euch noch mal das an. Eine richtige zerstörte Ruine. Ohne Scheiß jetzt. Da hat schon jeder, der psychisch ein bisschen krank ist in der Birne, hat sich hier ausgelassen. Schade, aber es ist so. Schon Wahnsinn, wie das zerstört worden ist. Also falls ich die alten Videos finden sollte, werde ich sie euch verlinken. Ne? Also dann, ich hoffe, euch hat dieses, ja, so lang war das Video jetzt auch nicht, ist ja auch nicht so spektakulär mehr, das Video. Das Einzige, was ich spektakulär finde, ist die Kunst, so eine Mauer zu bauen. Also das ist wirklich Hammer, diese Handwerkskunst. Aber es wird halt nicht geschätzt in dieser Gesellschaft. Es wird nur noch drauf gedroschen, es wird nur noch kaputt gehauen. Ohne Hirn, ohne Verstand. Hier der Zaun, der mal hier oben war, so Balkongeländer. Ich schätze mal, das Ding war da oben verbaut. Liegt jetzt hier unten. Kann mich noch, ich bin mir nicht sicher, eine Stereoanlage erinnern, die in der Ecke stand im Wohnzimmer, am Fernseher. Alles weg. Hier stehen halt noch Öfen. Einfach nochmal zum Hinschauen. Hier ist alles Schrott. Alles Schrott. Hier liegen überall Röhrenlampen rum. Warum hat man so hässliche Lampen hier? Es kann aber auch sein, dass hier illegal entsorgt wird. Und hier sieht man noch ein Flaschenfenster. Tue ich die Taschenlampe weg, damit das so richtig rüberkommt. Ja, mei, was willst du machen? Wahnsinn, das ist Kunst. Also auf Ideen kommen manche Leute. Da überall, da ist auch noch ein kaputter Ofen. Also die Ölöfen waren hier viele da im Einsatz. Also da muss, haben die eigentlich Strom gehabt? Scheinbar ja. Aber es war halt keine, das war halt bloß ein Freizeitgrundstück. Aber dieses Gebäude war nie genehmigt. Er hat es einfach gebaut, so wie ich das in den Medien lesen konnte.
einfach gebaut worden. Heieieiei. Naja, wenigstens war ich endlich hier. Aber ich bin irgendwie enttäuscht, Jahre zu spät gekommen zu sein. Ich hätte es gern in gutem Zustand, mit etwas weniger Vandalismus betrachtet. Heute ist es nur noch zerstört und geplündert worden. Gehen wir mal wieder raus aus dem Grundstück. Denn das hier ist ein Wanderweg. Mal schauen, ob hier vielleicht irgendwo noch... Wie groß das Grundstück ist, darf mich jetzt einmal interessieren. Genau. Scheinbar, weil hier noch kein Durchgang war, sind viele hier reingelatscht. Ne? Wahnsinn. Ah ja, das Grundstück hört hier auf. Dass die das nicht verkaufen. Unbegreiflich sowas. Nee, das war eigentlich bloß ein Waldgrundstück, ein privates. Normalerweise sind immer diese Holzhütten. Was man halt öfter sieht in Wäldern. Aber der baut einfach ein Flaschenhaus. Ich glaube, ich spinne. So, einfach noch ein Schlussrundgang. Ja. Aber das meiste ist auch weggeräumt worden. Irgendein Video habe ich gesehen, da war richtig viel Müll rumgelegen. Naja, jetzt ist dieses Gebäude auch auf meinem Kanal zu sehen. Ist auch gut so, wenn öfters Urbexer hierher kommen, damit man ein Vorher-Nachher-Prinzip beobachten kann, wie es früher mal war und wie es jetzt ist. Das sieht man mal. Hier ist, hört das Grundstück auf. Ja. Von meiner Kamera geht jetzt langsam der Akkustrom wieder zur Neige. Ja, meine Akkus halten halt auch nicht mehr so lang. Dann sage ich Servus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und nehmt es mir nicht übel, wenn ich so daherrede. Aber es ist halt so. Es ist traurig, wenn man sich diesen Zustand dieses Gebäudes anschaut. Weil da hat sich einer viel Mühe gemacht, es aufzubauen, auch wenn es illegal war. Und dann kommen welche und hauen alles kaputt, klauen, plündern. Also wenn der Weg breit war, könnte ich mir schon vorstellen, dass hier Mercedes Sprinter da waren und die ganzen Möbel mitgenommen worden sind. Weil wie willst du diese schweren Dinger hier wegschaffen? Da liegt auch noch ein Stück Mauerrest. Ich vermute mal von da oben runtergetreten. Naja. Also Servus, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch und schreibt nette Kommentare und sagt mir, was ihr davon haltet. Das ist mir auch wichtig. Was haltet ihr davon, wie das runtergerockt wurde? Einfache Kunst, die mit Füßen getreten wird, sagen wir mal so. Aber was willst du da? Das ist ja bei allen Lost Places so. Also, bis zum nächsten Mal. Wichtig, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.